Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Narzissmus verstehen. Mein Name ist Marie und heute geht es um das Thema Narzissmus, wann wird es eigentlich ungesund? Ihr wisst ja, Menschen haben Eigenschaften. Ihr habt Eigenschaften, ich habe Eigenschaften, Eigenarten, die vielleicht manchmal auch ein bisschen komisch sind. Aber wann beginnt es vielleicht, dass diese komischen Eigenschaften in eine ungesunde Richtung gehen? Eine ungesunde Richtung für die Person selber und eben auch für das Umfeld. Wie sieht vielleicht ein ungesundes Verhalten oftmals auch im Alltag aus? Woran kann man das vielleicht erkennen? Und wie könnt ihr da vielleicht auch eure Grenzen besser ziehen? Am Ende, wie immer, drei Fragen für euch. Wie ihr wisst, Narzissmus ist für mich persönlich nicht schwarz, auch nicht weiß. Auf meinem Kanal hier geht es auch nicht ums Bashing von Narzissten. Wenn ihr noch Ideen habt zu diesem Thema, schreibt sie doch total gerne in die Kommentare. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn gerne, dann seid ihr quasi immer auf dem Laufenden. Aber erstmal wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem heutigen Video. Enge Bindungen zu Menschen, die können ja nur entstehen, wenn man den anderen so sieht, wie er ist. Wenn man den anderen so sieht, mit seinen ganzen Eigenarten, die er hat und Eigenschaften, und sich nicht irgendein Bild ausdenkt. Und das macht ja erwachsene Beziehungen auch aus. Das sage ich euch auch in meinen Videos immer. Es ist kein Idealbild, das man von jemandem hat, sondern es ist derjenige einfach, wie er ist, mit seinen ganzen Eigenschaften. Was meine ich mit so Eigenschaften eigentlich? Wisst ihr habt irgendwie eine Freundin und ihr wisst auch ganz genau, diese Freundin kommt irgendwie immer zu spät, immer circa 15 Minuten. Das ist sie einfach. Aber ich kann natürlich auch diese Freundin immer verlassen. Das wisst ihr. Es ist einfach ihre Eigenart, 15 Minuten circa zu spät zu kommen. So ist sie. Ihr habt auch schon oft mit ihr geredet, aber sie sagt auch selber, es tut mir leid, so bin ich einfach, genau an diesem Punkt. Ich habe schon versucht zu ändern, es funktioniert einfach nicht. Aber ihr habt diese Eigenart schon ins Herz geschlossen. Ihr wisst es einfach und wisst auch, sie ist sonst ein unglaublich zuverlässiger Mensch. Und das ist einfach ihre Eigenart. Es kann auch genauso gut sein, ihr habt einen Freund und der ist total begeisterungsfähig für alle möglichen Trends. Es kann sein, dass es heute irgendwie Foodsharing ist, dass es morgen Do-it-yourself-Produkte sind, Minimalismus. Es gibt kaum etwas, was er nicht schon irgendwie entdeckt hat. Er entdeckt immer neue Sachen, er ist immer super begeisterungsfähig dafür. Das geht immer eine ganze Phase und dann ebbt das Ganze auch wieder so ein bisschen ab. Aber in der Phase ist er super begeisterungsfähig, erzählt auch davon. Und ihr wisst es schon auch, ihr kennt auch einfach diese Eigenart und ihr habt es auch lieb gewonnen. Ihr wisst einfach, dieser Freund von mir, der ist einfach so und das macht ihn einfach auch aus. Und jetzt kommt halt dieses Interessante, das sind ja Eigenschaften und es ist wichtig, dass Menschen diese Eigenschaften haben und den anderen eben, wie gesagt, auch sehen, wie sie sind. Ja, eine liebenswerte Eigenart, wie ich das jetzt eben beschrieben habe, ist einfach echt das, was andere Menschen ausmacht. Und es ist natürlich auch so, dass ihr wahrscheinlich in eurem engen Umfeld einfach auch Menschen habt, die eure Grundausrichtung einfach ja, widerspiegeln oftmals auch. Was meine ich damit? Also wenn ihr zum Beispiel sehr zuverlässige Leute seid, dann ist es wahrscheinlich sehr oft so, dass ihr einfach auch entsprechend sehr zuverlässige Menschen in eurem engen Umfeld habt. Damit meine ich nicht irgendwie, dass ihr auch Bekannte habt, die einfach anders drauf sind, aber einfach im engen Umfeld euch damit umgebt. Und das ist ja auch wunderbar so. Trotzdem kann es sehr inspirierend sein, auch einen guten Freund irgendwie zu haben, der eben diese Begeisterungsfähigkeit für verschiedene Themen hat, der einen da fast manchmal so ein bisschen mit ansteckt. Das ist auch absolut klasse. Ich finde problematisch, und da kommt eben dieser Punkt Narzissmus einfach auch mit da rein, dieses Ungesunde einfach, wird es eben genau dann, wenn diese Eigenarten, Eigenschaften dazu führen, dass das Gegenüber irgendwie dann belastet wird, dass es entwertet wird, dass es auch verletzt wird. Also dann, wenn diese negativen Eigenschaften eine unglaublich negative Auswirkung auf das Umfeld haben, aber eben oftmals auch die Person einfach auch selber, muss man auch so sehen. Denn nicht selten wenden sich Personen auch von diesen Menschen ab. Was meine ich jetzt damit? Ich finde, es ist zum Beispiel so, wenn jemand die Freundin irgendwie, gute Freundin, ist verabredet in der Bar nachts um 23 Uhr irgendwie warten lässt. Eine Stunde. Und das nicht nur einmal, sondern das wirklich regelmäßig
obwohl die andere Person schon immer wieder gesagt hat, wie unangenehm das einfach ist und sie darum gebeten hat, das doch zu ändern. Dann, wenn kreative Stimmungsschwankungen zu wahren Ausrastern irgendwie werden und dem Gegenüber einfach auch Angst machen. Dann, wenn auch Druck erzeugt wird, wenn eine Begeisterungsfähigkeit für etwas zu einem Druck für andere wird, diese Begeisterung unbedingt teilen zu müssen und unbedingt genau diese Position auch einzunehmen. Und auch dann, wenn Nachdenklichkeit zu einer, ja, ich habe es genannt, dauernd belastenden Trauer des Umfeldes einfach wird. Dann können mitunter einfach auch Grenzen erreicht sein. Ja, Narzissten haben leider Eigenschaften, wie ich finde, die eben sehr zerstörend sind. Zerstörend für das Umfeld, zerstörend oftmals auch für sich, denn die Menschen wenden sich natürlich, gesunde Menschen wenden sich natürlich von ihnen ab, weil sie das nicht mitmachen. Und diese Eigenschaften sind einfach alles andere als liebenswert. Mir ist nochmal wichtig, es geht hier jetzt nicht darum, irgendwie Menschen zu verurteilen. Es geht auch nicht darum, Diagnosen zu stellen. Diagnosen stellen die Profis zu Krankheitsbildern. Es geht einfach darum, so ein paar Ideen zu bekommen. Und auch wenn jetzt einzelne Punkte zutreffen, ich sage, Marie, ja, okay, aber es muss nicht immer gleich Narzissmus sein. Es kann auch alles mögliche andere sein. Es lohnt sich vielleicht einfach ein genauerer Blick auf diese Person und auf diese Situation. So, jetzt geht's aber erstmal los mit den einzelnen Punkten. Das allererste ist, wie ich finde, es ist oftmals ein Versetzen. Das muss nicht versetzen, und zwar Zeit als Machtinstrument. Regelmäßig zu spät zu kommen, Leute zu versetzen. Ich habe es echt oft erlebt, man hat sich irgendwie verabredet, sagt mal 18 Uhr, dann kommt irgendwie um 17 Uhr eine Nachricht, können wir es irgendwie auf 19 Uhr verschieben, können wir es doch auf 20 Uhr verschieben, kannst du womöglich noch irgendwo hinkommen, dann kommen noch Personen dazu. Es ist ein totales Chaos und Drama bezüglich eines Termins. Manchmal sagen sie auch Sachen irgendwie eine Stunde vorher ab und haben da aber auch keinerlei Scham. Also entschuldigen sich nicht für ein Chaos, was sie angerichtet haben, sondern sie empfinden es eher so, dass es sie, glaube ich, stabilisiert, dass alles sich um sie dreht. Und auch wenn ihr in der Fachliteratur einfach schaut, Zeit hat eine wahnsinnig große Bedeutung eben auch. Und ich finde einfach, dass das natürlich keine guten Auswirkungen hat auf die Personen, die es einfach auch betrifft. Dann wird es eben schädigend, wenn ihr euch auf Personen einfach da nicht verlassen könnt. Wie gesagt, mal nicht zu spät, mal nicht pünktlich zu sein, mal Dinge zu verschieben, ist in Ordnung. Aber wenn ihr euch überhaupt nicht darauf verlassen könnt, eine Person etwas mit euch verabredet, dass es auch wirklich dabei bleibt. Ich finde schon, dass da auch einfach schädigendes Verhalten beginnt und dass da auch das auch nichts mit einer liebenswerten Eigenschaft in dem Punkt zu tun hat. Aber auch hier, es muss nicht immer Narzissmus sein und auch nicht jeder Narzisst macht das auch so. Es gibt durchaus auch Narzissten, die peinlich genau darauf achten, dass Zeiten eingehalten werden. Das zweite ist das Thema, wie ich finde, leihen sich Geld. Geld hat für Narzissten eine riesengroße Bedeutung. Ich habe euch mal ein Video gemacht, Narzissmus und Geld, habe ich euch oben auch nochmal verlinkt. Narzissten leihen sich echt oft Geld. Also oftmals dieses Geld vergessen, Geld verlegt. Ach, kannst du nicht mal das mal kurz vorstrecken irgendwie? Das hat bei Narzissten irgendwie schon Programm. Und die Bilanz in der Hinsicht wird für euch wahrscheinlich immer negativ ausfallen. Und verlangt ihr euer Geld zurück, was euer gutes Recht natürlich ist, wenn ihr Sachen irgendwie auslegt, dann seid ihr oftmals einfach auch kleinlich. Und klappt es dann irgendwie doch, dann habt ihr die narzisstische Wut oftmals auf eurer Seite. Es ist dann auch so, dass sie natürlich dann gerne auch sagen, oh, ich habe gar kein Geld. Es sieht manchmal im Lebensstil komplett anders aus. Also sie waren irgendwie auf einer großen Reise, sitzen mit euch zusammen und sagen, oh, ich habe gar kein Geld. Aber einfach, um dann so ein bisschen Mitleid zu erregen. Und ich finde, das ist eben auch eine Eigenschaft, die Narzissten oftmals ausmacht. Dieses Thema Geld, den anderen irgendwie sich immer zu bevorteilen in der Hinsicht, das muss auch nicht immer so sein. Aber ich finde es schon, und das ist eine Eigenschaft, die natürlich eine sehr negative Auswirkung auf das Gegenüber einfach auch hat. Ich habe euch eben von diesem Freund da erzählt, ja, also dieser Beispielfreund irgendwie, der diese Trends mitgeht und das alles macht. Das ist super.
Und er macht diese Sachen und erzählt davon und er inspiriert vielleicht auch andere Leute. Und der Unterschied ist aber, wenn es sich um jemanden handelt, der sehr starke, vielleicht auch krankhafte narzisstische Züge an sich hat, dann wird dieser Trend mitgenommen, aber alle anderen müssen mitmachen. Ja, es ist also wirklich so, wie gesagt, plötzlich ist der vegane Lebensstil da, man geht irgendwo in ein Burgerrestaurant, man wird abfällig irgendwie angeschaut, wenn man jetzt irgendwie Fleisch isst, wie man dann überhaupt nur kann. Es gibt irgendwie ewig Vorträge darüber und es gibt Belehrungen und es ist auch so, dass man entwertet wird einfach von ihm und wenn man nicht mitmacht, ist man quasi raus. Und das ist dieses radikale Schwarz-Weiß-Denken, was Narzissten einfach haben sehr oft. Entweder du machst mit, ja, du bist Teil dieser Community und Gruppe, die jetzt in dem Moment einfach gut ist und dann bist du gut, oder du machst halt nicht mit und dann bist du eben nicht gut. Und ich finde, das ist einfach eine Eigenschaft, wenn da einfach gar keine Toleranz herrscht, anderer Meinungen, wenn andere das irgendwie nicht mitgehen. Ich finde, dann beginnt eben auch ein Bereich, wo es nicht gesund ist. Und ja, wo es einfach eine Eigenschaft ist, die einem vielleicht auch nicht gut tut. Negatives Ausleben wird zu exzessiver Aggression, ist mein nächster Punkt. Nicht selten sind bei Narzissten ja auch Drogen im Spiel, habe ich euch gesagt. Es gibt sehr oft auch Süchte. Und Menschen sind mal impulsiver als andere, sind temperamentvoller vielleicht auch als andere. Das ist ja auch absolut gut so. Aber wenn es bei jemandem zu regelmäßigen Wutausbrüchen kommt, zu Aggressionen kommt, die mitunter auch, weiß ich nicht, mit dem Werfen von Gegenständen irgendwie verbunden sind, dann hat das nichts mehr mit einem Temperament zu tun und einer liebenswerten Eigenschaft. Ich finde, dann wird es tatsächlich, geht es über die Maßen hinaus, es wird schädigend, schädigend einfach auch für die Person, die mit dem Narzissten in dem Fall einfach zu tun hat. Und ich finde, dass auch da einfach ja eine liebenswerte Eigenschaft tatsächlich weicht von einem Art temperamentvoll zu einer wirklichen Aggression des anderen. Und das hat dann, wie gesagt, auch nichts mehr mit einer Eigenart zu tun, die der andere einfach hat. Dann nachdenkliche Phasen versus Melancholie, die andere runterreißen soll. Narzissten benutzen einfach sehr oft irgendwie Stimmungen. Nicht selten sind diese Stimmungen auch echt stark negativ einfach. Und dass sie den anderen runterziehen und auch genau das wollen. Ich kann euch da mal ein Beispiel nennen. Ich war mit einer Narzisstin mal im Urlaub und so einen Kurztrip gemacht. Irgendwie waren an der Ostsee, wir sind im Auto gesessen und sind irgendwie wieder zurückgefahren. Und ich war wirklich guter Stimmung in dem Moment. Und sie fing dann plötzlich an und schaute irgendwie aus dem Fenster die ganze Zeit und ihre Stimme wurde irgendwie belegter und ich fragte sie, was los ist, und dann dachte, nein, es ist gar nichts los, und dann machte sie die Musik irgendwie lauter und fing dann auch mit Themen an, die für mich eher belastend gewesen sind in dem Moment. Und wir hatten eigentlich auch vor, dass wir dann noch einen Burger irgendwie essen fahren wollten, und sagte sie, nein, ich möchte jetzt doch keinen Burger mehr essen. Und am Ende war es so, ich habe sie zu Hause rausgelassen und bin mit dem Auto nach Hause gefahren. Ich war mega schlecht irgendwie drauf die ganze Zeit. Wir waren dann auch überhaupt gar keinen Burger mehr essen. Ich war dann zu Hause, war irgendwie betrübt, weil sie auch, wie gesagt, viele Themen angesprochen hatten, die nicht so meine Themen gewesen sind einfach auch. Eigentlich war es davor ein angenehmes Wochenende auch für mich. Und ich sah dann im Internet irgendwie, wie sie dann postete, dass sie noch in eine nächste Bar gegangen ist und sich dann noch verabredet hatte. Und auch da ist es so, dass diese Eigenschaft des Nachdenklichseins, sage ich mal, in dem Moment, was ja auch gut ist, wenn jemand irgendwie auch mal vielleicht ein bisschen in sich gekehrt ist, ja eine gute Sache, aber dieses komisch Nachdenkliche irgendwie dann eher nutzt, um andere Leute an gewissen Punkten, wo es ihnen geht, einfach runterzuziehen. Auch da ist natürlich so, gibt immer zwei Seiten, einen, der ziehen will und einen, der sich ziehen lässt, ja, aber das ist jetzt einfach mal ein Beispiel dafür in diesem Bereich, wie das einfach auch diese Eigenschaft, ja, einfach auch echt negative Auswirkungen haben kann auf das Gegenüber. Ja, wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn man Narzissten mit ihren, und jetzt nenne ich es mal in Anführungsstrichen Fehler, ja, mit ihren Eigenarten, die aber diese komisch negativen Auswirkungen haben, konfrontiert. Also wenn man ihnen einfach ein
gesundes Feedback gibt. Ich meine, so läuft das Leben eben, wenn sich jemand immer so komisch verhält, einfach schädigend verhält, dann ist es natürlich an der Zeit, darüber auch zu reden, auch ganz klar zu reden. Und wenn ihr gesunde Menschen habt, jeder Mensch hat Eigenschaften, Eigenarten und so weiter, wenn ihr jemanden habt, der einfach im Leben steht und der nimmt das einfach auf und hat natürlich dann auch so eine Reflexion. Er sagt, oh Mann, ja klar, sorry. Es ist jetzt schon das zweite Mal vorgekommen, dass ich dich in der Bar da habe warten lassen. Das möchte ich nicht. Und er kann sich reinfühlen in die Situation irgendwie auch. Oder auch mit dem Thema Geld. Es ist ihm unangenehm. Er sagt, oh Gott, das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen. Ja, ich werde das ändern. Und er redet nicht nur, sondern er ändert es einfach auch. Und bei Narzissten ist es eben so, wenn ihr da ein Feedback gebt und da einfach mal so den Spiegel vorhaltet, dann passiert im Extremfall genau das Gegenteilige. Es kann passieren, dass sie dann schweigen. Das heißt, ihr habt sie quasi getroffen an einem wunden Punkt und sie schweigen dann einfach. Ja, das heißt, das ist so eine Art Bestrafung bei Narzissten ja auch, dass sie dann einfach gar nicht mehr mit euch reden. Es kann aber auch sein, dass sie so gekränkt sind, dass ihr gebt ihnen das Feedback und dann wird wie so ein Pfeil umgedreht. Also sie fühlen sich, als wenn so ein Pfeil sie getroffen hat. Dabei hat sie einfach ein Feedback getroffen. Und sie nehmen einfach das Ganze, drehen das Ganze um. Und dann kann es wirklich aus ihnen raussprudeln. Und dann seid ihr quasi schuld. Ja, also ihr müsst die Verantwortung für die Situation tragen. Das heißt, wie ich euch das eben gesagt habe, ihr sitzt in der Bar immer eine Stunde gewartet, das schon öfter gehabt, ihr sagt es am Telefon, du pass mal auf, war nicht gut. Und in dem Moment wisst ihr nicht mehr, wie euch geschieht. Das heißt, es kommen so Sachen wie, du setzt mich immer unter Druck, ich wollte überhaupt gar nicht weggehen die ganze Zeit und du hast mich gedrängt und ich wollte das, wollte überhaupt nie nachts so viel unterwegs sein und du kannst überhaupt froh sein, dass ich überhaupt mit dir weggegangen bin. Ich hatte da überhaupt gar keine Lust drauf. Und ihr wisst überhaupt gar nicht in dem Moment, wie euch geschieht. Ihr werdet einfach die ganze Zeit entwertet. Das Entwertungsprogramm startet einfach die ganze Zeit. Und ihr wisst, wie gesagt, nicht, wie euch geschieht. Und am Ende, ja, sollt ihr quasi die Verantwortung dafür tragen, dass derjenige sich so komisch schräg verhalten hat. Warum machen Narzissten das? Ich meine, das ist einfach, glaube ich, dieser labile Selbstwert, den sie einfach haben, geringen Selbstwert. Und wenn jemand ein Feedback erhält, klar, ich meine, dafür muss man einfach irgendwie einen Selbstwert einfach haben, muss auch zu Fehlern stehen, die man einfach hat, Fehler, die man vielleicht gemacht hat. Oder auch, wenn man sagt, okay, ich habe eine Eigenart, ja, aber die hat echt, die schleicht sich so ein, hat echt eine sehr negative Auswirkung, da so ein Feedback, diese Person ist mir wichtig, sich dazu zu spiegeln einfach auch. Und das ist bei Narzissten einfach überhaupt gar nicht möglich. Bei ihnen ist es wirklich diese Entwertung des anderen. Das ist einfach das, was dann abgespult wird, automatisch einfach. Und ihr kriegt dann halt quasi erstmal schön 1000 Schüsse irgendwie ab, warum ihr quasi die Ursache seid, warum er sich oder sie sich in dem Fall so verhalten hat. Ja, was sind jetzt nochmal, wie ich finde, wichtige Punkte in dem Zusammenhang für euch? Die paar Tipps, die ich euch noch geben möchte. Das erste ist, euer Umfeld ist verdammt wichtig. Es hat ganz starke Auswirkungen auch auf euer Leben. Und es kann euch eben fördern, es kann euch aber auch genauso gut bremsen. Und wenn eine Freundin, was ich euch eben gerade erklärt habe, irgendwie euch dreimal in einer Bar versetzt, ja, oder mehrere Stunden, ihr am Telefon oder auch persönlich ein Feedback gibt und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung und euch dann beschimpft, dann zieht lieber früher als später Konsequenzen. Solche Leute im engen Umfeld werden euch nicht gut tun und ihr müsst euch immer überlegen, ja, was ist die Konsequenz? Ja, okay, ihr könnt mit dieser Person vielleicht nicht mehr in eine Bar gehen, ja, aber dann sucht euch lieber verlässliche Menschen, mit denen ihr das machen könnt oder macht es eben auch alleine. Das zweite ist, habt auch keine Sorge vor der Reaktion bei Feedback. Bei Narzissten ist es einfach so, wenn ihr denen ein Feedback gebt, dann rollt eine Lawine auf euch zu, was ihr alles falsch gemacht habt. Bleibt da einfach ganz klar. Wenn derjenige sich wirklich so verhalten hat, dann habt ihr absolut recht mit dem, was ihr da macht und es ist absolut in Ordnung. Und lasst euch davon auch nicht blenden, auch wenn jemand vielleicht sehr laut wird in dem Moment. Das lasst euch davon, das muss, sollte
von euch einfach abprallen in dem Moment. Bleibt einfach auch ganz klar und lernt eher von der Reaktion und zieht eure Konsequenzen einfach auch daraus. Dann ist das Nächste, ich finde auch, es muss irgendwie passen. Wenn ihr Personen in eurem ganz engen Umfeld habt, dann ist es super wichtig, wie ich finde, dass die Einstellungen und Eigenarten da auch einfach passen. Das heißt, wenn ich ein sehr verlässlicher Mensch bin, dann ist es wahrscheinlich besser, auch genauso verlässliche Menschen, ich rede jetzt vom engen Umfeld, im engen Umfeld zu haben. Alles andere, glaube ich, führt zu extrem viel Frust und das bringt euch eben auch kein glückliches Leben einfach. Und sich auch bewusst zu werden, ist, glaube ich, auch wichtig, dass man selber eben auch Eigenschaften und Eigenarten hat, die mitunter vielleicht auch seltsam, komisch, wie auch immer sind. Und auch da daran wachsen kann, wenn Menschen einem da ein gutes Feedback geben. Und das ist eben auch der Punkt, wenn Narzissten dann eben anfangen, wenn ihr ihnen ein Feedback gebt, gegen euch so zu schießen, dann werden sie an Punkte kommen, die vielleicht bei euch Eigenschaften und Eigenarten sind, die ihr vielleicht auch nicht so gern mögt. Aber lasst euch davon nicht verunsichern. Bleibt da in der Richtung klar. Wenn ihr ein Feedback bekommt von Menschen, die euch einfach auch ganz klar sagen, das war in dem Moment nicht in Ordnung, da fühle ich mich so, nehmt es einfach auf und agiert mit der Person und zieht einfach auch eure Konsequenzen, indem ihr euch, je nachdem, wie das für euch auch einfach möglich ist und auch sinnvoll ist, auch verändert. Aber eben auch nicht um jeden Preis. Und das ist aber eben dieses Interagieren und diese Beziehung zwischen Menschen, die einfach so wahnsinnig wichtig ist. Drei Fragen für euch. Das allererste ist, ja, wie ist euer Umfeld? Könnt ihr da ein Feedback geben? Das zweite ist, wie reagiert euer Umfeld eigentlich auf Feedback, das ihr ihnen gebt zu ihrem Verhalten? Und das dritte ist, was sind eigentlich die für euch wichtigen Eigenschaften, die euer ganz enges Umfeld haben sollte? Ja, meine Lieben, das war mein Video zum Thema Narzissmus, wann wird's eigentlich ungesund? Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, teilt es, schickt es an jemanden, wo ihr denkt, hey, das könnte demjenigen echt weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Narzissmus, ungesunde Beziehung, könnt ihr natürlich mit mir sprechen. Geht auf meinen Blog www.narzissmus-verstehen.de und dort könnt ihr mit ein paar Klicks ganz einfach einen Termin am Telefon mit mir buchen. Ansonsten wünsche ich euch eine zauberhafte Woche und bis nächste Woche. Macht's gut, ciao!